Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 11, dem Antrag der Fraktion der SPD, Öffentlichkeitsbeteiligung bei Rückzug des Landes als Holzvermarktung in Kommunal- und Privatwald. Der wird gemeinsam aufgerufen mit dem Dringlichen Antrag von CDU-Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Schaffung von guten Rahmenbedingungen für eine zukunftssichere Holzvermarktung in Hessen. Und als erste Wortmeldung habe ich den Kollegen Heinz Lotz von der SPD. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Kaum ein Rohstoff ist für uns Hessen ökologischer als das Holz aus dem hessischen Wald. Wo dieses Holz wegfällt, muss es von woanders her importiert werden. Und da wissen wir noch lange nicht, unter welchen Bedingungen es bewirtschaftet wurde. Der Landesbetrieb Hessenforst war und ist Garant dafür, dass wir einen hochwertigen und nachhaltigen Rohstoff zur Verfügung haben. Das liegt an einer guten Ausbildung der Försterinnen und Förster und der Forstwirte, deren immense Erfahrung und der gewachsenen Infrastruktur bei Hessenforst. Nicht zuletzt deshalb ist es im hessischen Interesse, das Einheitsforstamt zu stärken und beizubehalten. Die Diskussion um die Zukunft der Holzvermarktung in Hessen hat vielerorts zu Verunsicherungen geführt. Zum einen besteht der Wille der Kommunen und Privatwaldbesitzer, das Einheitsforstamt zu erhalten. Zum anderen gilt es, kartellrechtliche Bedenken zu berücksichtigen. Übrigens stelle ich mir hier die Frage, warum hier Kartellrecht? Der Wald wird da als reines Wirtschaftsgut gesehen. Die Grenze ist aus meiner Sicht da falsch gezogen. Bei öffentlichen Dingen kann und darf es aus meiner Sicht kein Kartellrecht geben. Sowohl das Land als auch die Gemeinden, beide sind vom gleichen Gemeinwesen getragen. Ob der Wald Gemeinde, Land oder Bund gehört, das kommt alles aus selber raus. Das ist unser Wald, das Wald, der Wald der Bürgerinnen und Bürger. Auch im Koalitionsvertrag von CDU und GRÜNEN findet sich ein Passus zur Holzvermarktung. Da steht unter anderem, dass die betroffenen privaten, kommunalen Waldbesitzer vom Land unterstützt werden sollen, um eine eigenständige, marktfähige Holzverkaufsorganisation zu gründen. Das ist aus meiner Sicht ein ehrgeiziges Vorhaben. Am 23.12. unterzeichneten CDU und GRÜNE den COA-Vertrag. Und am 01.01.2019 müssen Kommunen und Privatwaldbesitzer ihr Holz selber vermarkten. Also da haben wir 4 Werktage dazwischen. Und zwischen der Unterzeichnung und dem Fristende für die Privat- und Kommunalwaldbesitzer. Spaß beiseite, meine Damen und Herren. Wir von der SPD-Landtagsfraktion sind der Auffassung, dass das Land Hessen nicht das Optimum bei der Neuordnung der Holzvermarktung herausgeholt hat. Die vom Umweltministerium angesetzte Frist in Verbindung mit der 100-Hektar-Regelung ist aus unserer Sicht zu kurz. Der Schutz des Einheitsforstamtes sehen wir daher und damit in Gefahr. Und wir glauben, dass dies damit nicht gewährleistet ist. Deshalb fordern wir die Übergangsfristen zur eigenverantwortlichen Holzvermarktung grundsätzlich und für alle bis zum 31.12.2020 zu verlängern. Meine Damen und Herren, diese Zeit sollte für eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung genutzt werden. Gemeinsam mit den Betroffenen ist öffentlich ein Konzept zur Zukunfts
Sicherung der Holzvermarktung im Kommunal- und Privatwald zu erarbeiten. Jetzt werden wir natürlich im Anschluss von der COA und auch von der Regierung mit viel Lamoyanz hören, das Dargestellte, was alles unternommen wurde, das sehen wir auch am Antrag, den die Koalition noch vorgelegt hat. Es wurde verhandelt, es wurden bestimmte Fachgremien gehört, aber hier im Parlament, glaube ich, ist das die erste Diskussion über die Holzvermarktung, und da gehört es aus meiner Sicht her. Deshalb sollten wir alles verlängern bis zum 31.12.2020, um das auch anständig im Parlament und in den entsprechenden Ausschüssen zu diskutieren. Meine Damen und Herren, Herr Lotz, ich darf Sie auf die abgelaufene Redezeit hinweisen. Ja, wir sind der Auffassung, dass das aus öffentlichem Interesse verlängert werden muss. Und es wurde aus unserer Sicht versäumt. Wir haben vorhin viel von Transparenz gehört, dies transparent immer nach außen zu kommunizieren. Danke schön. Als nächster Redner hat sich für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Herr Diefenbach zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hessen ist bekanntlich ein besonders schönes Bundesland. Und das liegt nicht nur, aber auch an dem hohen Waldbestand, den wir in Hessen haben. Und dieser Wald kann natürlich in seiner Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden. Wenn wir vom berühmten Dreieck der Nachhaltigkeit ausgehen, von der sozialen, wirtschaftlichen und auch ökonomischen Bedeutung, dann hat der Wald zunächst einmal eine große Bedeutung als ökologischer Faktor, als Kohlenstoffsenker und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Aber auch natürlich hat er eine soziale Funktion als Erholungsgebiet mit einer hohen identitätsstiftenden Bedeutung für die Menschen einer Region. Aber selbstverständlich hat er dann auch eine wirtschaftliche Bedeutung für die Waldbesitzer. Und es versteht sich von selbst, dass die hessischen Waldbesitzer an Rahmenbedingungen interessiert sind, die ihnen eine zukunftssichere Vermarktung ihres Holzes ermöglichen. Diese Rahmenbedingungen unterliegen nun seit dem Sommer 2017 einem Wandel, denn die kartellrechtlichen Vorgaben zur Neuorganisation der Holzvermarktung verlangen eine Abkehr von der bisherigen Vermarktung oder eine weitgehende Abkehr von der bisherigen Vermarktung des kommunalen und privaten Waldbesitzes durch Hessen Forst und eine Übernahme dieser Vermarktung durch die kommunalen und privaten Waldbesitzer selbst. Die Funktion der Landesregierung bestand dabei in diesem Zusammenhang von Anfang an nicht darin, diesen, wenn man so will, Liberalisierungsschub in der Holzwirtschaft gewollt zu haben, sondern besteht darin, diesen Wandel hin zu einer verlässlichen Holzwirtschaft, Verantwortung, die der Kommunen dann vorgenommen werden, verantwortungsvoll neu zu organisieren, sodass die Zunahme an Wettbewerb, die jetzt aufgrund der kartellrechtlichen Veränderungen im Holzmarkt zu erwarten ist, zum Wohle aller Beteiligten sich entfalten kann. Und es war wichtig und richtig, dass im Landesforstausschuss sehr frühzeitig alle maßgeblichen Interessensgruppen, der Hessische Waldbesitzerverband, die kommunalen Spitzenverbände, Gewerkschaften und Berufsverbände in die politische Willensbildung rund um die Neukonzeption der hessischen Holzvermarktung mit einbezogen werden. Und was wir ausdrücklich begrüßen, denn es geht ja hier am Ende nicht nur um die Ernte eines landwirtschaftlichen Produktes, sondern auch um die wirtschaftliche Existenz aller am Marktgeschehen Beteiligten. Klar ist jetzt, dass nach der Rechtslage sich die kommunalen und privaten Waldbesitzer in Hessen umorientieren müssen.
und ihre Holzvermarktung in neu zu gründenden kommunalen Zweckverbänden organisieren müssen. Aber viele Kommunen haben sich da schon erfolgreich auf den Weg begeben. Am 17. Dezember beispielsweise 2018 wurde in der Stadtverordnetenversammlung Michelstadt der Magistrat mit der Gründung eines Zweckverbandes für die nicht unerhebliche Fläche der Kommunen im Odenwaldkreis und der Bergstraße beauftragt, einen solchen Zweckverband zu gründen. Wir bitten die Landesregierung, die Gründung solcher eigenständigen Holzvermarktungsorganisationen mit entsprechenden Anschubfinanzierungen zu unterstützen. Und wir finden es richtig und wichtig, dass die Landesregierung das bereits zugesagt hat. Darüber hinaus bitten wir die Landesregierung zu prüfen, wie man mit Blick auf die Hessische Gemeindeordnung und das Vergaberecht die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen kann, die Kooperation, die Zusammenarbeit von kommunalen und privaten Waldbesitzern zu ermöglichen, damit die auch sozusagen zusammen diese Aufgabe stemmen können. Denn eines ist klar, sowohl bei reinen kommunalen Zweckverbänden als auch wenn private und kommunale kooperieren, muss es am Ende möglich sein, dass marktaugliche Akteure entstehen, die sich am Holzmarkt trotz der von mir sogenannten Liberalisierung in diesem Bereich behaupten können. Insgesamt geht es also darum, verlässliche und rechtlichere Strukturen zu schaffen. Wir möchten die Landesregierung bitten, auf dem eingeschlagenen Pfad weiterzugehen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war die erste Rede des Abgeordneten Diefenbach. Herzlichen Glückwunsch. Als nächstes rufe ich Frau Kollegin Papst-Dippel von der AfD auf. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Der vorliegende Antrag der Fraktion der SPD besteht aus zwei Teilen. Mit dem ersten Teil sollen Übergangsfristen grundsätzlich bis mindestens Ende 2020 verlängert werden. Allein der Prozess der Neustrukturierung der Holzvermarktung bei Hessenforst ist teilweise schon zu, sagen wir, 70 oder sogar 90% abgeschlossen. Von den 41 hessischen Forstämtern gilt die von Ihnen geforderte Fristverlängerung für 17 Forstämter. Von den anderen 24 sind mir zwei nordhessische Forstämter bekannt, die den Prozess nahezu abgearbeitet haben, Diemelstadt und Vöhl. Aus Südhessen hört man, dass dort ebenfalls Holzverkaufsorganisationen schon weitgehend gestaltet sind. Man sollte eben nie die Leistungsfähigkeit der hessischen Forstbeamten, des Ministeriums und der beteiligten Kommunen unterschätzen. Seit dem Urteil des Bundesgerichtshofes im Juni 2018 haben die verschiedenen Gremien ständig getagt und einen von allen akzeptierten und tragfähigen Kompromiss ausgehandelt, der eben auch vom Kartellamt mitgetragen wird. Die entsprechenden Vertretungen wie Waldbesitzerverband, Kommunalvertretungen, Hessenforst usw. so waren in diese Gespräche eingebunden. In meinem Heimatlandkreis Waldeck-Frankenberg gibt es eine Besonderheit. Hier ist der größte Kommunalwald Deutschlands, die Domanialverwaltung, zu Hause. Diese hat schon sehr früh erkannt, dass ein weiteres Aufschieben nicht möglich sein würde, und inzwischen eine eigene Holzverkaufsorganisation aufgebaut. Sie hat viele umliegende Kommunen mit ins Boot geholt und spätestens ab dem 1.10. dieses Jahres ihr eigenes Holz und das der angeschlossenen Kommunen verkaufen.
Die Ausgestaltung des Kompromisses wurde in meinem Heimatort öffentlich in der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt. Kurz gesagt, der Punkt 1 des Antrages scheint uns gut gemeint, aber nicht notwendig. Nachdem ich nun schon einige Aussagen zum zweiten Punkt des Antrages gemacht habe, nämlich, dass die Öffentlichkeit informiert und die betreffenden Organisationen beteiligt waren, möchte ich noch erwähnen, dass es eine Zusage des entsprechenden hessischen Ministeriums gibt zum Erhalt des Einheitsforstamtes. Wir haben es also insgesamt hier mit einem Prozess zu tun, der kartellrechtlich umgesetzt werden muss, und viele Fachleute arbeiten immer noch an der zurzeit besten Ausgestaltung für alle Betroffenen. Die Formulierung der Beteiligung der Öffentlichkeit negiert dabei, dass der Umstrukturierungsprozess, wie oben schon ausgeführt, in vollem Gange und teilweise sehr weit fortgeschritten ist. Die Kommunalwaldverordnung ist vor Kurzem, soweit ich weiß, angepasst worden. Und ich denke, dass für Hessen-Forst auch schon ein Erlass erstellt worden ist oder in Arbeit ist, der dann das Nähere regelt. Die Öffentlichkeit wurde unter anderem anlässlich der Nordhessischen Landwirtschaftswoche in Baunatal am 16.01. informiert. Meine Damen und Herren von der SPD, warum reichen Sie diesen Antrag erst jetzt ein? Eine Fristverlängerung hätte im letzten Herbst mehr Sinn gemacht. Jetzt halten wir sie für ein falsches Signal für die Betroffenen, die eine Umstellung in 2019 abgearbeitet haben werden, und auch für diejenigen, die sich nach den bisherigen Fristen gerichtet haben. Die AfD spricht sich generell für mehr Bürgerbeteiligung aus, aber salopp gesagt, hier ist der Drops gelutscht. Die mühsam ausgehandelten Kompromisse mit dem Kartellamt stehen. Man sollte nicht noch mehr Unruhe in die Belegschaft von Hessen-Forst bringen oder die betroffenen Waldbesitzer beunruhigen oder das Erreichen des Zieles ohne Not verzögern. Kurz, wir werden diesem Antrag nicht zustimmen. Danke sehr. Meine Damen und Herren, auch das war die erste Rede der Abg. Papst-Dippel. Als Nächsten darf ich den Abg. Meißner ans Rednerpult bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Fast die Hälfte, 42% des Bundeslandes Hessen, sind von Wald bedeckt. Somit ist eine ordentliche Holzbewirtschaftung eine wichtige Grundlage für viele Waldbesitzerinnen, Waldbesitzer und die Kommunen. Durch die immensen Unterschiede, insbesondere in der Größe der zu bewirtschafteten Flächen, ist es schon immer eine für uns wichtige Angelegenheit, insbesondere die kleineren Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sowie die Kommunen mit Hessen-Forst in der Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Aufforstung und Vermarktung ein guter Partner, Berater und Unterstützer zu sein. Im Jahr 2017 nun mahnt das Bundeskartellamt mehr Wettbewerb bei der Holzvermarktung in Hessen an. Dass der Holzverkauf in Hessen weitgehend über den Landesbetrieb Hessen-Forst organisiert wird, verstößt nach Ansicht des Bundeskartellamtes gegen das Wettbewerbsrecht. Mit dieser Entscheidung befinden wir uns in relativ schwierigen Zeiten, das bisherige Einheitsforstamt wirtschaftlich fortzuführen, den Waldbesitzern, egal ob Körperschaftswald oder Privatwald, weiterhin zur Seite zu stehen und den Forderungen des Kartellamts letztendlich Rechnung zu tragen. Bereits seit Sommer 2017 beschäftigt sich das Land Hessen damit, den kartellrechtlichen Vorgaben in einer Neuorganisation der Holzvermarktung gerecht zu werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die neu entstehenden Strukturen für alle Waldbesitzenden wirtschaftlich auskömmlich und letztendlich auch für die Beschäftigten keinesfalls nachteilig sind, sondern möglichst neue Chancen öffnen. Es ist daher durchaus zu würdigen, dass in diesem Zusammenhang im Rahmen des Landesforstausschusses alle dort vertretenen Interessenvertretungen, der Hessische Waldbesitzerverband, die Kommunalen Spitzenverbände, die Gewerkschaften und die Berufsverbände frühzeitig über die geforderlichen Neuerungen informiert und in den Prozess der Konzepterstellung und in die Umsetzungsplanung fest eingebunden wurden. Über diese Einbindung hinaus
wird es aus unserer Sicht ebenfalls unabdingbar, die Neugründung eigenständiger Holzvermarktungsorganisationen mit einer Anschubfinanzierung entsprechend zu unterstützen, um diese auf feste und vor allem zukunftsfähige Füße zu stellen. Entsprechende Förderrichtlinien sind hier auf dem Weg. An dieser Stelle muss auch erwähnt werden, dass mit der Neufassung der Privat- und Kommunalwaldverordnung durch die Landesregierung bereits wichtige Grundlagen geschaffen wurden, auf deren Basis kommunale sowie Privatwaldbesitzende ihr zukünftiges Auftreten auf dem Holzmarkt vor allem rechtssicher planen können. Ein weiterer wichtiger Hinweis ist die Notwendigkeit, zu prüfen, inwiefern für eine zukünftige Zusammenarbeit kommunaler und privater Forstbetriebe in Bezug auf die gemeinsame Holzvermarktung Änderung landesgesetzlicher Vorgaben, hier insbesondere § 121 der Hessischen Gemeindeordnung und das Vergaberecht, angepasst werden müssen. Für die Umstellung der Holzvermarktung gilt eigentlich grundsätzlich der Stichtag 1. Januar 2019. Allerdings hat man auf die regional unterschiedlichen Begebenheiten reagiert und verschiedene Fristverlängerungen ermöglicht. In Regionen mit hohem Anteil an Körperschaftswald haben die Bemühungen zu einer selbstständigen Holzvermarktung bereits begonnen. Dort sind die Strukturen günstiger, um eigenständige kommunale Holzverkaufsorganisationen zu bilden. Sofern es dort jedoch zu massiven Störungen des Holzmarktes durch z. B. Sturm Friederike, durch die lang anhaltende Dürre im letzten Sommer oder durch den Borkenkäferbefall kommt, kann der Holzverkauf bis zum 31. Dezember 2019 weiterhin über Hessenforst erfolgen. Eine weitere Fristverlängerung gibt es für Kommunen, vor allem in Nord- und Osthessen, wo es nur geringe Anteile von Körperschaftswald gibt, für Privatwaldbesitzer und für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse. Hier gilt eine Übergangsfrist für die Holzvermarktung bis zum 31. Dezember 2020. Kleinteilige und gemischte Besitzstrukturen erschweren es hier, marktfähige Verkaufseinheiten zu bilden. Es finden somit keine Ungleichbehandlungen im eigentlichen Sinne statt, sondern es werden die regionalen Gegebenheiten. Ich bitte um etwas mehr Aufmerksamkeit für den Redner. Sondern es werden die regionalen Gegebenheiten durch unterschiedliche Übergangsfristen Rechnung getragen, um letztendlich Schwierigkeiten, Ärger und Probleme zu vermeiden. Und das Ganze ohne die kartellrechtlichen Vorgaben, das ist ja wichtig, nicht zu verharmlosen bzw. aus den Augen zu verlieren. Sie sehen, die Umsetzung der kartellrechtlichen Forderungen ist eine große Herausforderung, der man aber seitens der Landesregierung engagiert und aktiv entgegentritt, mit dem Ziel, für die hessischen Wälder auch zukünftig eine ordentliche Holzvermarktung zu gewährleisten, die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer dort, wo notwendig, zu unterstützen und letztendlich das Einheitsforstamt, vor allem mit all seinen Beschäftigten, nicht aus den Augen zu verlieren. Vielen Dank. Das war eine Punktlandung. 5 Minuten, Herr Meysner. Und als Nächstes hat sich die Abg. Frau Knell von der FDP gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Debatte um die Neuordnung der Holzvermarktung ist eine Debatte, die wir aus der letzten Wahlperiode mitgenommen haben, und die wird uns auch sicherlich noch eine Zeit lang begleiten. Auslöser ist das Bundeskartellamt, das die Holzvermarktung der Länder unter die Lupe genommen hat. Und wie immer, wenn es Veränderungen gibt, bedarf es behutsamen Vorgehens und einer Abwägung aller Interessen. Bei der Anzahl der betroffenen Personen und Organisationen ist es daher auch kein Wunder, dass es auch einmal zu Reibereien und Fehlern kommt. Für die Freien Demokraten möchte ich heute schon festhalten, dass wir dem Anliegen des Bundeskartellamtes nicht entgegenstehen und natürlich als Partei der sozialen Marktwirtschaft eine Kartellbindung zukünftig auch nicht mehr wollen. Insofern ist der Weg an sich, den das Ministerium auch gemacht hat, aus unserer Sicht nicht grundsätzlich falsch. Wir stellen aber fest, dass es an der einen oder anderen Stelle noch Probleme gibt, die wir lösen müssen. Es gibt vor Ort derzeit viel Verunsicherung, gerade in Bereichen, wo die Privatwaldbesitzer die deutliche Mehrheit der Vermarktungszusammenschlüsse bilden. Und deshalb hat die Landesregierung ja auch in den Forstämtern, die das betrifft, bereits eine Fristverlängerung bis 2020 eingeräumt und damit auch schon den ersten Teil des SPD-Antrags zumindest teilweise erfüllt. Aus Sicht meiner Fraktion ist das auch richtig, und wir würden es auch begrüßen, wenn Anträge anderer Kommunen dann auch in den Bereichen, wo es Probleme gibt, entsprechend unbürokratisch genehmigt werden. Wir fordern die Landesregierung auf, diese Fristverlängerungen dann auch zu genehmigen.
Bei vielen Regionen, gerade wo die privaten Waldbesitzer größere Anteile haben, stellt sich aber noch eine ganz andere Frage. Was passiert denn mit den Gebühren für die privaten Waldbesitzer? Denn genau hier liegt der entscheidende Krux, ob die Zusammenschlüsse am Ende gelingen oder nicht. Denn nur wenn die Privatwaldbesitzer mit einer Vermarktung rechnen können, die für sie dann auch gewinnbringend ist, werden sie sich in die Vermarktungsorganisationen einbringen. Wenn die Gebühren aber steigen, was die Befürchtung einiger ist, dann werden die privaten Waldbesitzer andere Wege der Vermarktung suchen, und dann stehen die Kommunen dumm da. Und bislang hat die Landesregierung vor der Wahl hier eine klare Aussage vermissen lassen, zu Recht wahrscheinlich. Es wäre also an der Zeit, nun die Karten auf den Tisch zu legen und Klarheit zu schaffen. Und wir halten die Forderung des Antrags der SPD nach einer generellen Fristverlängerung nicht für zielführend, das hatte ich eben schon ausgeführt. Denn es gibt auch Zusammenschlüsse, die funktionieren und auf dem Weg sind und auch bis Ende 2009 in der Lage sein werden, diese Strukturen zu schaffen. 2019, Entschuldigung. Also warum sollte man diese dann ausbremsen? Und die zweite Forderung des SPD-Antrags nach einer Öffentlichkeitsbeteiligung sehen wir sehr kritisch. Generell ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung in vielen politischen Prozessen natürlich sinnvoll. Aber in der Frage der Holzvermarktung, die durch kartellrechtliche Vorgaben geprägt ist, wo kommunale und private Waldbesitzer beteiligt sind und es auch um sehr komplexe Sachverhalte wie etwa das Einheitsforstamt geht, sehen wir nicht, wie eine Beteiligung der Öffentlichkeit hier zielführend und ergebnisorientiert möglich sein soll. Und im Ergebnis kommen wir deshalb zu einer Enthaltung beim vorliegenden Antrag und hoffen, dass wir in der Beratung dann noch intensiv im Ausschuss über den aktuellen Sachstand informiert werden. Zum Antrag der CDU und GRÜNEN, gut, den hätte man sich sparen können, vor allen Dingen die Punkte 1 bis 3. Aber okay, die Landesregierung muss nun endlich das Heft des Handelns in die Hand nehmen und für Lösungen vor Ort kommen. Wir glauben, dass gerade für die Vermarktung des heimischen Rohstoffs Holz nichts tun, auf jeden Fall der falsche Weg ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Knell. Für die Landesregierung hat jetzt Frau Hinz das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich sage ganz offen, und das habe ich auch schon im Landtag und auch schon im Ausschuss gesagt, sehr geehrter Herr Kollege Lotz, und das wissen Sie auch, weil Sie beteiligt waren an der Debatte und an den Informationen. Wegen mir hätte es diese Neuorganisation der Holzvermarktung nicht gebraucht. Ich finde sie auch falsch, diese Entscheidung von der Kartellbehörde. Hessenforst hat kundige, hervorragende Försterinnen und Förster, die die kommunalen Verwaltungen, die kommunalen Stadtverordneten sehr gut informiert haben, die pfleglich mit dem Wald umgehen. Und es ist wirklich außerordentlich schade, dass wir in weiten Teilen aus der Holzvermarktung aussteigen müssen. Aber es ist so, die Sägewerksbetreiber haben geklagt. Es gibt jetzt kartellrechtliche Vorgaben, und noch ist nicht aus der Welt, ob es nicht auch Schadensersatzklagen für die Jahre zuvor gibt, also 2018 und frühere Jahre, in dem, wo wir eben die Holzvermarktung als Landesbetrieb oder im Landesbetrieb selber vorgenommen haben. Das wird man noch sehen. Wichtig ist aber, glaube ich, für die Debatte heute, dass wir seit 2 Jahren im Landesforstausschuss mit den beteiligten kommunalen Spitzenverbänden, mit dem privaten Waldbesitzerverband, mit den Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinschaftswälder, mit der Gewerkschaft, mit den berufsständischen Verbänden gemeinsam in verschiedenen Arbeitsgruppen Empfehlungen erarbeitet haben für die Neuorganisation der Holzvermarktung. Es hat also eine Beteiligung stattgefunden, und zwar derjenigen, die betroffen sind. Das ist auch richtig, und das ist auch wichtig, weil die müssen ja am Ende die Holzvermarktungsorganisationen stemmen. Und darüber hinaus wurden auch öffentliche Veranstaltungen gemacht. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind seit letztem Sommer
vor Ort gewesen, in unterschiedlichsten öffentlichen Versammlungen, auch teilweise bei Bürgermeistertreffen, und haben dort erläutert, wie es gehen kann, was die Vorgaben sind, was sinnvoll ist und wie das Ministerium unterstützen kann. Also, dass es keine Öffentlichkeit gegeben hätte oder keine öffentliche Debatte, halte ich tatsächlich für an den Haaren herbeigezogen. Dann hätte man vor Ort gehen müssen in die Kreise, wo die Debatten stattgefunden haben. Und ich sage Ihnen, das Ministerium war immer dabei. Und wir haben auch festgelegt, wie das Ganze mit Übergangsfristen gestaltet werden kann. Das heißt, für die Kommunalwälder, für die Großen, wird es die Übergangsfrist geben bis zum September dieses Jahres. Das wissen die Kommunen auch bereits schon seit Mitte letzten Jahres, nein, seit dem Frühjahr letzten Jahres. Das heißt, sie haben quasi über ein Jahr Zeit, ein und ein Vierteljahr. Die Gemeinschaftswälder werden weiterhin insgesamt von Hessen Forst bewirtschaftet, sowohl in der Betreuung als auch in der Holzvermarktung. Das ist gerade für die kleinen Privatwaldbesitzer unglaublich wichtig. Und die Kommunen, die wenig Waldfläche haben, für die haben wir eine Übergangsfrist bis zum Jahresende 2020 vorgesehen. Darüber hinaus für diejenigen, die große Kommunalwaldanteile haben und Kalamitäten, wie es so schön heißt, also Schäden durch Orkane, Borkenkäfer, Dürre und Ähnliches, ist die Frist bis 2019 verlängert worden. Das heißt, wir gehen differenziert auf die Situation vor Ort ein. Und wir werden das Ganze auch überprüfen für die kleinen Kommunen im Jahr 2020, ob die Lösung auch vernünftig ist und vernünftig umgesetzt werden kann. Sie sehen also, wir nehmen Rücksicht, aber trotzdem wollen wir natürlich das Ganze, wie es jetzt im Einvernehmen ist, mit der Kartellbehörde umsetzen, weil das Schlimmste wäre, wenn die Kartellbehörde am Ende des Tages sagt, das geht so nicht und gegen uns einschreitet. Dann hätten wir den Kommunen einen Bärendienst erwiesen, meine Damen und Herren. Frau Ministerin, ich darf Sie auf die abgelaufene Redezeit hinweisen. Ich komme zum Schluss. Es gibt bereits die Holzvermarktungsorganisationen, die im Entstehen begriffen sind. Es gibt schon viele Beschlüsse auf kommunaler Ebene. Sie sehen, wir sind da im guten Einvernehmen, im guten Gespräch. Und wir werden das Ganze auch finanziell unterfüttern, finanziell fördern. Die Vorsorge ist im Haushalt getroffen. Und zumindest das müsste die SPD eigentlich gemerkt haben. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, es ist vorgesehen, dass der Antrag der SPD und der dringliche Antrag von CDU, Bündnis 90 die Grünen, dass diese beiden Anträge im Umweltausschuss beraten werden. Meine Damen und Herren, es geht ein ereignisreicher Plenartag zu Ende, was nicht bedeutet, dass unsere Arbeit heute schon beendet ist. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass nun der Ältestenrat im Sitzungsraum 501a tagt und im Anschluss daran der Innenausschuss zusammentrifft, ebenfalls im Sitzungsraum 501a. Und ich darf Sie darauf hinweisen, dass im Anschluss auf diese Plenarsitzung der Parlamentarische Abend des Verbandes der Bau- und Rohstoffindustrie im Restaurant des Hessischen Landtags stattfindet. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend.